Ja, hallo, hier spricht der Nitrus und willkommen zum zweiten Teil des Final Fantasy 14 Broadcasts. Also der erste Teil soll ja, dass wir das Intro gesehen haben und da waren diese zwei Gestalten und wir sind hier gelandet. So, jetzt sind wir in-game. Und ich werde jetzt einfach mal ansprechen. Da kann man so auf die klicken und dann kann man mit denen interagieren, indem man Enter drückt. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Punkt, Punkt, Punkt sagt mir jetzt nicht so viel. Probieren wir es mal mit der. Okay, die scheint wohl wach zu sein. Oder auch nicht. Mal probieren. Ah, okay. My head. Where are we? Near Gridani, you think? Well, take a look around. It's obvious, isn't it? The quiet, the calm, the beautiful flowers. There's only one place it could be. The great beyond. I do believe we're dead, Papalima. Oh, Rog, I'll take you and your great beyond. See, look, here's a psychopomp come to guide us along. Nana, is that you? And what would that make them? Your dearly departed childhood pets come to play fetch. Always the cynic. Is it so? Oh. Save your chains or it'll be our lips there, fetching. Over my dead body. Fetch some of this. So. Fans. Und jetzt haben wir hier quasi unseren ersten Kampf. Ich muss jetzt mal hier oben gucken. Ich muss meine Stats angucken. Das ist das Hauptmenü. Gut, das wird mich nicht weiter interessieren. Weil ich kann hier ein helfen. Okay. Und jetzt nehmen wir den Chat. Sobald du eine Waffe ziehst, ergreifst du dann die Initiative. Ja, kannst du den Hauptkey dafür vergessen, wenn du noch nicht nachgucken. Und kannst einfach so machen, wie man hier aufgeht. So, jetzt kann ich hier quasi angreifen, den Boden schießen. Das Blitz habe ich noch nicht. Waldläufer. Gut, okay. Dann hier die Live. Hier ist der Aktionsbalken. Kann wieder schießen. Das kostet nicht wirklich viel ATB. Das Kampfsystem ist ziemlich Final Fantasy like. Also auch gegen ziemlich schwer spielen. Mit dem Waldwolf angefangen ist so spannend. Ich bin mal ein Skill. Ich kann noch meinen Fächer wieder füllen, aber brauche ich wohl noch nicht. Ja. Damit wäre der erste Wolf besiegt. Ich kann das auch wieder attackieren. Und oben sieht man dann meine LP und EP. Das sind jetzt nicht so die schweren Monster. Ich noch erstmal damit man den ersten Kampf übersteht. So, dann ist der letzte. Dann auch mal direkt an die Reise. Schießen wir mal. Ja, ich finde das Kampfsystem im Verlauf des Spiels auf jeden Fall besser werden, wenn man mehr Skills hat. So, jetzt habe ich ein Level Up. So, dann schließt man ja hauptsächlich wohl diesen Kurs auf 2 geschrieben. Du hast das Kommando-Durchschuss erlernt. Ja, gut, jetzt kommt die nächste Zwischensequenz. Hit them harder! Something's wrong. The air here feels so heavy. Ooh, 12 be good!
perhaps we should... Relinquish thy wrath and betake thee once more to thy vigil. The wood's fury is quelled. All is safe. Forgive us. 'Tis not oft those versed in Moogle speak fall from the sky. The elementals foretold your coming, and that the fate of this forest would rest with you. Come, we shall see you safely to Gridania. Ah, I knew today wouldn't be all bad! Aye, we only nearly died, thrice. Stadt angelangt. Natürlich, das ist nämlich so einer der Negativpunkte. Also früher war es ja für irgendwas normal, dass einem nichts vorgesagt wurde quasi. Aber heutzutage, auch in WoW und Aeon und so, wird einem die Richtung, wo man jetzt wirklich zur nächsten Quest muss, angegeben. Das ist in Final Fantasy 14 halt nicht der Fall. Und man muss halt selber suchen. Deswegen könnt ihr einfach mal und sprechen noch mal den hier an. Der sieht groß und mächtig aus und den Set zu sagen hat. Geh am besten zur Abenteurergilde, bla bla bla, und ich irgendwie nicht weiß. Ja, das wäre sehr nett. Natürlich nerven auch die Ladezeiten teilweise. Also es ist wirklich ein bisschen lang und auch viele. Dafür nur mit netten Zwischensequenzen belohnt. Keine Sprachausgabe. Ja. Hat sie unser. Klar. Soll uns jetzt nicht so viel interessieren, was sie sammelt. Im Endeffekt ist uns das dann eh nicht. Zwei Helden wieder. Mal schauen, was die zu sagen haben. Ich muss sagen,
der Anfang war auch in dem Anstieg, was ich bisher gemacht habe, also recht viel Gesabbel und recht wenig Action, sage ich mal. Also ziemlich viel Story und überhaupt Gelaber. Aber wie gesagt, es gab diese eine Mobgruppe am Anfang und dann hat es erstmal wieder eine Weile gedauert, bis man dann weitermachen konnte. Da fällt da um, Alter, 1000 Teile. Oh Mann. So, da verschwinden sie auch wieder. Und wir sind da alleine. So, gut, jetzt bin ich hier in der Taverne. Ich gehe einfach mal raus. Guck mich hier ein bisschen um. Ich muss auch sagen, ich spiele auf den üblichen Grafik-Details, weil es halt zum Aufnehmen ist. Also, das Spiel sieht halt vielleicht bei euch um einiges schöner aus. Okay, ich kann nicht rauslaufen. Das ist, ja, weil ich in der Instanz bin, wahrscheinlich soll ich mit irgendjemandem reden oder so. Nochmal zurück, also ich spiele auf die nächsten Details, weil es halt zum Rekorden einfach besser ist. Sieht wahrscheinlich bei euch um einiges besser aus, das spielt wirklich auf die Details sehr, sehr schön aus. Muss man wirklich sagen. Na gut, Zeit ist rum, ich kann euch jetzt ja nichts mehr zeigen, ich werde jetzt aufhören. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck vom Spiel gewonnen, auch wenn ich nicht wirklich die Kampfszenen zeigen konnte. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.